Dein Rap ist fett, merkst du nicht, wie sich jeder in deiner Stadt über deine Musik lustig macht? Wer doch gelacht, würde mich nicht wundern, wenn dir jemand aufgrund deines Raps mit der Faust endlich mal eine verpasst. Du fliegst raus. Ich verrate dir auch warum, ich hab den fresheren Style und die bessere Lines und du Nuttensack, sag bye bye. Niki, du bist raus. Ey yo Bester, ich hab Sex mit deiner Schwester. Punchline des Jahres. Ey dein Text, Mann, ist doch schlechter als der Text von Schwester ever. Und außerdem bist du Meme-Boy für Arme. Ey yo Bester, ich hab Sex mit deiner Schwester. Punchline des Jahres. Ey dein Text, Mann, ist doch schlechter als der Text von Schwester ever. Und außerdem bist du Meme-Boy für Arme. Ey was zum Fick, stell bitte dieser Leon da. Seine Zeilen sind mir Wurst, so wie Leona. Der Style ist zu Raps behindert. Der Stern ernährt sich dann, was eine Bitch mit Simba fremd geht. Wir taufen dich in der Wanne, dann bist du ein D-Mann. Haben wir dir gesagt, ja, haben wir dich verarscht, Lan. Lass mal lieber mit dem Rappen, Leon. Und geh wieder TNM bewerten, Bastard. Und wieder wird dein Racket rausgememt. Und ich bounce, bounce, bounce auf dem Beat. Langsam wird dein Racket Sound auch zu viel. Und ich bounce, bounce, bounce zu dem Beat. Bounce, bounce, bounce auf dem Beat. Dass du rausfliegst, weißt du das selber genau. Und während ich dir auf deine Fresse hau, wird langsam schwarz zu blau. Moreka Green MC zurückgeflirt, dieser Grinsekatze, typisch Andy Hakuchen, Spider-Man, Star-Lord, Schreck. Dr. Who, Jesus, Megan, Hans Entertainment, Sense. Du bist so viele andere Leute, aber niemals du selbst. Yes, es ist Halloween und Bär verkleidet sich als Skelett. Bruder, echt, ist ja fresh, ne, wack. Ja, aber wenn er meint, hat man SAB Battle gesehen und wollte auch so sein. Tja, jemand hat gesagt, das hätte ich nicht demaskiert. Ne, da bin ich auch noch da passiert. Hab dich in meiner Quali nicht gedisst, aber dafür hab ich hier nur Hook für dich. Nur doof, dass du dich gegen Demon nun auch bis auf die Knochen blamierst. Wieso Demon ist so easy, dich zu schlagen? Denn ich hab keine Erbarmen. Wieso Dini ist so easy, dich zu schlagen, denn ich hab keine Erbarmen. Oh Dini, wie bring ich dir die Nachricht schon bei? Es gibt Leute, die können nicht rappen, aber die lassen sowas sein. Sorry, aber das ist nicht okay. Ja, dann sag das doch, wenn du mich nicht verstehst. Die Meme, du hast keinen Plan vom Rapper. Deswegen tut dich du Reaper jetzt zerfetzt. Was hast du dir gedacht, dass du Bommelin hältst, klatscht? Doch es ändert nichts daran, du hast ein Hobby, das dich hasst. Was hast du dir gedacht, dass du Bommelin hältst, klatscht? Doch es ändert nichts daran, du hast ein Hobby, das dich hasst. Boah, versteht dich auch, wenn du ihn mit einem Hochkantilio zur Sechste mit seinen Seegloren in einem Eichensack vergräbst und ihn mit schillernd harten, dicken Nieten besetzt. No! Boah, steigt immer wieder ein und rappt. Boah, verstirbt dich auch, wenn du ihm eine Sonic-Bewertung gibst, ihn mit drei Zeilen in der Quali komplett zur Asche schießt und ihn dann mit dem Tanzmove vom Starlord zerfetzt. No! Boah, steigt immer wieder ein und rappt. Yo, es sieht der Lucky Loser raus. Dass du hier einen Punkt bekommst, sieht ja fast ein Wunder aus. Merkst du nicht, dass du mit deinem Mini-Cock am Arsch bist, da das einzig, was so hoch ist, nur dein Video-Format ist. Aber ja, du bist der Typ, gegen den die ganzen Schmocks verlieren. Meine Punches ballern sich in deinen Schädel quasi wie eine Bohrmaschine. Du unterbietest uns, also bleib am Boden und sei ruhig. Lochstatue und Segelohren, Feuergolden 2.0. Du hast ein kleines Turnier gewonnen? Dann haben wir nach diesem hier Gemeinsamkeit bekommen. Wenn du mein Fan bist, wieso sind deine Reime dann so schlecht? Und checkst dich, dass meine Runde gegen Weekend scheiße war, ist echt. Deine einzig guten Lights sind kopiert, das ist peinlich, Mann, und wack. Du bist ein Weiberheld, obwohl dein Schwanz keiner hält. Du bist auch nur ein Fanboy und schon ziemlich hohl. Durch dieses Battle triffst du endlich dein großes Idol. Yo, Slash, in diesem Turnier bekommst du kein Cash. Wie gewonnene, so zerronnene Shire besiegt doch jetzt gereed. Slash, schön, dass du es wieder probierst, aber das nützt dir nichts, wenn du hier gegen Reaper verliest. Slash dir die Adern auf, fuck das, ich hol den Stapel raus und deine frisch getraute Braut öffnet dir Mor wie Kabeljau. Slash, schön, dass du es wieder probierst, aber das nützt dir nichts, wenn du hier gegen Reaper verliest. Wenn du keine Mitteilung, du bedürftige Lesbe bist, warum trittst du dann wie gar nicht auf? Slash.
Slash, oh Slash, du machst nur Trash. Zum Verlieren geboren, deswegen auch hier verloren. Slash, oh Slash, du machst nur Trash. Zum Verlieren geboren, deswegen auch hier verloren. Gegen Shishaya nahmst drei Beats zum Sieg, doch diesmal verlierst du hier, denn größer als drei ist vier. Shishaya Boss Slash, die Favos am Start, doch nach dieser Runde ist sogar klar, auch der letzte SAB-Teilnehmer kommt nun weg, also hole ich das Finale gegen Uff Boom Bang! Oh Shisha, wie bring ich dir die Nachricht schon im Bein? Manche Leute sind im Halbfinale, aber du bist nicht dabei. Sorry, Tasche, das ist nicht okay. Jeder Schlag aufs Loch, das würde ich jetzt echt schämen. Und you forget, mir gusta los versus grande. Oh, grüner Mann, denn du bist nur ein Lauchi-Man. Lauchi, Lauchi, Lauchi-Man. Und wir wollen jetzt alle raushaben, denn du sagst ja, Schnappsaugen. Und jetzt alle. Ein Lauchi-Man, Lauchi, Lauchi, Lauchi-Man. Und wir wollen dich alle raushaben, denn du sagst ja, Staubsauger. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, ob es euch nachher den Runden wirklich bewusst ist. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, voll das Schlimme, besser ist der Asiate mit der Sonnenbrille. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, ob es euch nachher den Videos schon bewusst ist. Hunde und Katzen, die stehen auf seiner Speisekarte. Und nach Yadimen, ich hab's geschafft, ich bin im Finale. Hallo Wester, machst du keine eigenen Lieder mehr? Wann kommt dein Album und gibt's das dann auch bei WeTransfer? Hast du die Katzen mittlerweile verdaut? Und ist da auch ein Bonn in Weiß und echt Wack MCs vermerkt? Der Penner kann nicht rappen, aber jo, hat immerhin Bohr schlagen können. Du sprichst Bände über Bohr. Im Finale gibt's nur eine wirklich krasse Runde. Und das wahre Finale hat im Viertel stattgefunden.